Und einfach weil ich's kann, mache ich doch noch ein Let's Play. Eine Episode. Um euch hier mitzunehmen. Zu Rusty Bucket Bay, so heißt das nächste Level. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich hinkomme, aber es hat wohl irgendwas mit dem Tor zu tun, wo ich dachte, wir können uns nicht öffnen. Herzlich willkommen zurück, Banjo-Kazooie, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Zauber alle, alle. Wir wollen jetzt irgendwie das nächste Level erreichen und ich weiß nicht, wo ich diese Wasserschalter finde, weil das ist mein Problem. Und das Ding ist, wir haben in der letzten Episode Cheeto gefunden, zweimal Cheeto. Ich warte jetzt aber noch, ich glaube, da kommt sicher noch ein dritter Cheeto oder so daher. Und deshalb warte ich jetzt einfach noch, bevor ich jetzt zur Rusty Bucket Bay gehe, um ja, alle Cheats einzugeben. Ihr zittert ja wie Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. So, komm mal. Das muss doch irgendwo hier sein. Nicht hier, sondern im übernächsten Raum müssten wir hinkommen. Also hier mal durch. Genau, hier durch. Hier weiter. Ich liebe den Lacher, der ist mega. 35 Puzzleteile, Leute. Das ist ja abartig viel. So. Und ich glaube nämlich, es geht nämlich um das Tor hier. Und ich habe nicht gedacht, ich komme da nicht durch. Ich habe es nie probiert. Das ist mein Problem. Ich habe es nie probiert. Wie komme ich da? Oh. Oh. Wir brauchen den Kürbis. Das ist aber kein Problem. Wir gehen einfach ins Level rein wieder, holen uns den Kürbis und wir sind goldig unterwegs. So. So schön, dass sie schneller ist als er. Wenn er sie am Rücken trägt, ist er langsamer. Herrlich. Ja, cool, dann holen wir uns da, denn das ist sicher, da geht es sicher weiter. Hundertprozentig geht es genau hier weiter. Das erhöht das Wasserlevel und dann kommen wir Schritt für Schritt weiter. Hundertprozentig. Ich freue mich. Mach mal. Hier haben wir ja wirklich 100% erreicht in dem Level. Ich liebe es, dass wir da 100% erreicht haben. Yes, verwandle mich bitte. Lass mich doch in Ruhe. Schamanenkönig. Warum auch immer dieses Loch ist. Mit einer Note würdest du nicht weit kommen. So, endlich. Zottel hat eine Freundin, die ist ein Trottel. Oh Gott, so schlecht. Ein Mambo? Ein Mambo? Was? Was macht er mit uns? Einfach zurückverwandeln? Zurückverwandeln, interessant. Level 1, cool.
geht doch. Es geht doch, ich glaub's nicht. So einfach wär's gewesen. Ich konnte mich nicht erinnern. Rauskommen wir natürlicherweise nur, wenn er uns wieder zurückverwandelt. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber damit kann ich leben. Na komm. Bei ihm ist es wieder gratis. Kürbisch machen, Mumbo, Hunger. Ich mach den Kochtopf fertig. Okay. Kann mir nicht helfen, aber irgendwie klingt es trotzdem noch leicht rassistisch. Auch wenn es nur ein Knochenschädel ist, aber... Das war halt der Zeitgeist damals. Zwar nicht voll, aber trotzdem leicht angehaucht. Cool. Das heißt, keine Tür, gar nichts ist hier umsonst, was irgendwie außertourlich ausschaut. Klar, die hatten auch nicht unbegrenzt Speicher. Aber hey, Nintendo 64, das heißt 64-Bit, glaube ich. Wortbreite. Bei den Speichern. Also, das ist nicht so schlecht. So. Lass uns jetzt wieder einfach zurückverwandeln. Denn jetzt kommen wir ja weiter. Ich freue mich so, dass wir jetzt weiterkommen. Vielleicht habe ich diese Folge unter Umständen mit der letzten zusammengeschnitten, indem ich die letzte einfach gekürzt habe und die ganze Sucherei rausgenommen habe. Ich werde mir das überlegen am Ende dieser Folge. Und ihr wisst es ja bereits. Eigentlich. Denn dann ist das auch die Episode 15 und nicht 16. Mal schauen, wie lange diese hier jetzt noch dauert. Wenn sie eine vernünftige Episodenlänge ergibt, dann werden wir das natürlich auch von... Ich glaube, da schwimmen wir jetzt, oder? Ja, schau. Dann werden wir das natürlich auch belassen, so wie es ist. Als zwei Episoden, aber schau, da kommen wir noch nicht weiter. Das heißt, hier bringt es uns nichts. Aber wisst ihr, was ich gesehen habe? Es gibt ja einen dritten Raum. Jetzt kommen wir zum Level Rusty Bucket Bay. Das wäre hoch genug. Was noch nicht hoch genug ist, ist eben für diesen Raum hier. Aber abgesehen von dem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe, hier drinnen, glaube ich, gab es ein Gitter. So, ein Unterhitze trägt doch nur eine... Was ist da gestanden? Ich kann es nicht lesen. Hier nämlich. Hier gab es ein Gitter, vielleicht kommen wir da irgendwie durch. Ja, man hat so ein bisschen ein Gefühl immer für das Ganze. So, war da nicht mal was und so weiter? Schau dir das mal an. Jetzt haben wir die Höhe erreicht. Das meine ich, das Gitter hier. Man hat das Gefühl, weil ich habe das ja vor 24 Jahren oder 25 Jahren das erste Mal gespielt, das Spiel. Und dort war das... Genau so. Das fällt einem immer dann erst ein, während man es macht. Wo geht's denn hier lang? Was die da jetzt bin? Schau dir das an. Was hier? Ach, schau mal einer an, eine Rare-Kiste. Wie nice. Das ist ja mal interessant. Können wir die Rusty Bucket Bay öffnen, sonst hätten wir sie ja gar nicht öffnen können. 35? 12, okay, das geht. 25? Da hätten wir eigentlich noch genug fast schon für die vier Jahreszeiten. Da gibt es sicher auch einen Schalter, der so eine Puzzleplatte öffnet für unser vier Jahreszeiten-Level, auf das warte ich schon so hart, dass wir da mal rankommen. Es gibt dann sicher auch noch Golden Feathers als Cheatcode als letzten. Achso, und deshalb hier die Abkürzung. Macht durchaus Sinn. Das ist offen. Rusty Bucket Bay. Cool. Die Rare
Kiste wäre noch interessant zu sprengen. Aber ich hoffe, Conker's Bad Fur Day kommt. Oh mein Gott, ich hoffe so stark, dass Conker's Bad Fur Day kommt. Aber ist die Frage, ob die das machen. Das ist halt ein 16-Plus-Spiel. Und es ist absolut nur Saufen, Rauchen, Babes und was auch immer. Also, ich habe mit 12 Jahren nicht ganz verstanden, um was es gegangen ist, als ich mir das gekauft habe. Und ja, man hätte sich das nicht kaufen sollen mit 12, ich weiß das. Das ist der. Okay, cool. Gute Abkürzung. Gute Abkürzung. Schauen wir zur Rare-Kiste, komm. Die muss doch was für uns drinnen haben. Das zweite Wasserlevel. Müssen wir da halt reintauchen. Aber das bringt uns sicher. Das bringt uns sicher so ein, zwei Geheimnisse mit. Gehe ich jetzt davon aus. Schauen wir uns das mal kurz an. Bevor wir da jetzt Rusty Bucket Bay betreten, werden wir uns jetzt nochmal hier um Wasserstände kümmern. Und mal schauen, was diese Wasserstände für uns alles bringen. Hier ist es schon halb untergegangen alles. Aber wenn wir jetzt hier durchtauchen, wo führt uns das hin, ist die Frage. Ah, beziehungsweise ich weiß, wo es uns hinführt, aber was bringt es uns? Wer da jetzt sind? Da oben war doch ein Leben, oder? Ja. Aber das ist, glaube ich, auch schon alles. Deshalb musste man auch vorher hier das Menschen machen. Also man kann sich selbst nicht wegsperren, dass man hier die Puzzleplatte nicht lösen kann. Das kannst du nicht erreichen. Weil du zuerst im Menschen natürlich sein musstest, um überhaupt zu Kürbis zu werden, um dort rauszukommen, um dann auf dem Seitengang in diesen Mumbo, in dieses Mumbo-Haus reinzukommen, wo man dann den ersten Wasserstand anheben konnte. Und daher kann man eigentlich sich nicht einsperren. Das haben sie schon gescheit gemacht. An sich. Ich überlege gerade. Na, einmal tauchen wir noch auf zur Sicherheit. Komm. Alter Verwalter. Ich überlege gerade. Können wir schauen, was da drüben wasserständisch so gibt. Jetzt wäre mein Hund so schön friedlich. Ich glaube, ich mache dann noch ein, zwei Episoden, bevor er zu Abendessen bekommt. Oh, oh, was haben wir denn hier Schönes? Liebe Leute, da haben wir ein paar schöne Dinge, sehe ich gerade. Wasserstand. Das ist immer. Aha, der ist nur temporär. Und auch nicht zwingend, wie es ausschaut. Da gibt's sonst nichts, okay. Reinschauen können wir einmal, oder? Schauen wir rein. Holla, Drio. Das soll ich gleich wieder machen. Ich hätte die vier alles zeigen können. Ist es auch. Das ist es wirklich. Der ist widerstandsfähig. Schreiben wir uns ein paar Fakten auf. Komm, wir schreiben uns ein paar Fakten auf. Nummer 28, 29 und 30. Come on. Hi. Liebstes Hobby. Ihre Pickel aus...
Pickel ausdrücken. Okay, come on. Will Hirn war ihr erster und einziger Liebhaber. Will Hirn, hihi, das ist witzig. Einziger Liebhaber, okay, und nochmal. Vor vielen Jahren hatte Grundhilde ein kopfloses Huhn als Haustier, okay? Fakten, sag ich nur. So. Cool. Da komme ich nicht drauf. Okay. Damn it. Ein Stier. Da brauchen wir wieder mehr Noten. Okay, verstehe ich. Ist nur fair. Da drüben gibt es einen Schalter. Keine Ahnung noch für was, aber wahrscheinlich für die Puzzleplatte. Damit wir hier das öffnen können. Gehe ich mal stark. Oh, da kommen wir zurück. Das ist auch nett. Okay, Puzzleplatte, yes! Das können wir dann öffnen, wenn wir Rusty Bucket Bay durch haben. Ganz einfach. So machen wir es. Und du bekommst in ungefähr ein paar Minuten Aufmerksamkeit von mir. Bitte lass meine Greenscreen in Ruhe. Warte mal kurz. Okay. Das bringt mal weniger. Lass den Greenscreen in Ruhe. Ah, du, das kann nicht so schwer sein. Naja, egal. Jetzt kriegt er eh gleich Aufmerksamkeit, dann brauche ich auch nicht mit ihm zu schimpfen. So einfach geht das. Super Sache. Leute, super Sache. Jetzt brauche ich nur Stinkstund. Gut. Machen wir es so. Das Abenteuer ist bald aus, geht besser schnell nach Haus. Und das ist das Wort zum Cut.